Hallo, liebe Bianca, hier spricht die Shalia. Ich habe einen so vollgepackten Tag und doch habe ich auch gleichzeitig Zeit gefunden zu schlafen um die 2 Stunden. Es ging auch nicht anders. Ich war nach dem heutigen Webinar, nach der Mittagspause, oder ja, nach der Mittagspause so müde. Ich habe gerade mit Silvia Kittel gesprochen und ihr erzählt, dass ich irgendwie letzte Woche nach der Rückkehr von Los Angeles energetisch war bis Freitag und dann ab Samstag hatte ich einen totalen Bzzz und Jetlag ohne Ende. Und ich habe gedacht, ich rede mit euch, bevor ich in den Feierabend gehe. Wir haben zwar morgen eine Meisterklasse, aber es ist meine Facebook-Site, Live-Site. Ich habe gedacht, ich übe ein bisschen und wir gucken, ob diese Uhrzeit noch besser ist. Und ich wollte ganz gern ein Erkenntnis mit euch teilen, das für mich gerade sehr frisch ist und das ich überall sehe, seitdem ich das irgendwo gehört und für mich richtig gehört habe und es taucht überall auf. Und zwar geht es um diese Idee von 2 Spuren. Und ich erkläre, was ich meine. Also wir sind Unternehmerinnen, überwiegend hier in der Gruppe. Und wir sind da draußen und wir kreieren was in der Welt. Andauernd. Wir sind die ganze Zeit kreativ tätig. Also jedes Mal, wenn wir einen Blogbeitrag schreiben, sind wir kreativ tätig. Jedes Mal, wenn wir ein Webinar halten, sind wir kreativ tätig. Jedes Mal, wenn wir einfach nur was posten oder auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten, sind wir kreativ tätig. Wir schaffen Dinge in diese Welt und wir bauen unser Business aus. Also auf. Und ich weiß nicht, ob du schon darüber nachgedacht hast, wo Dinge herkommen, nämlich aus dem Nichts. Alles, was jetzt in der Form ist, kommt aus dem Formlos. Und es gab eine Zeit, da war dein Business nicht mal ein Gedanke. Es war gar nicht in dieser Welt. Es war in der Formlos. Und irgendwie jetzt ist es jedenfalls gedanklich hier in dieser Welt. Und darüber wollen wir reden über diese Kreationsprozesse, also wie du, wenn du etwas aus der Formlos in die Form bringst, ja, egal was das ist, also all die Komponenten zu deinem Business. Lass uns das einfach als Beispiel nehmen. Und bei diesem Versuch, etwas in die Welt zu bringen, von der Formlos in die Form, gibt es manchmal ein Missverständnis. Und dieses Missverständnis konnte ich in letzter Zeit wirklich, wirklich ganz klar sehen. Und zwar, so sieht das Missverständnis aus. Es ist die Idee, dass meine Angst, zum Beispiel sichtbar zu sein, mich abhalten könnte, sichtbar zu werden. Und in dem Moment, wo ich das denke, ich tue die zusammen verkoppeln und sage, ich habe Angst, sichtbar zu werden. Das könnte was bewirken auf dieser Seite, wo ich versuche, in der Welt was zu kreieren. Also, und viele sagen davon, ich habe irgendwie eine Blockade oder ich stehe mir selbst im Weg, ich komme nicht nach vorne. Und so habe ich auch in der Vergangenheit über dieses Thema vielleicht auch gesprochen mit mir selber oder mit Kollegen oder mit meinen Kunden. Oder ich gebe dir ein anderes Beispiel. Und das kam wirklich deutlich vor kurzem in einer Meisterklasse im Rahmen der Coaching-Ausbildung, die ich gerade mache mit Michael Neal. Und zwar, es war mit Garrett Kramer. Und Garrett Kramer ist ein Athletic-Coach, also er arbeitet mit Athleten, also Hockeyspieler, Skispringer, Boxer, also alle Leute, die überhaupt sich sportlich, körperlich betätigen in dieser Welt, Sport im Fokus haben. Und er ist Peace Coach und er hat vor kurzem einen Boxer gecoacht in einem Live-Online-Meeting, wo wir alle dabei waren. Und der Boxer ist in den Top 10, also wirklich ziemlich hoch angesiedelt, und hat nur mit den besten Boxern der Welt zu tun. Er macht Sparring mit ihnen und boxt mit ihnen. Und er kam in den Call und er hat sofort gesagt, natürlich, wohin strebt ein Boxer, der an der Weltspitze ist? Naja, er will wahrscheinlich an die Nummer 1 Stelle. Und er glaubt, dass sein Mindset was zu tun hat.
Und das wird überall suggeriert. Das hat Garrett auch gesagt. Heutzutage der ganze Sportbereich ist überrannt mit Coaches und Mentaltrainer, die helfen dabei, dass man in einen gewissen State kommt, wo es einem gut geht, man ist im Flow, all diese Dinge. Und das, weil das so ist, dass man von dort weg besser boxt. Und Garrett Kramer hat zu diesem Mann gesagt, jetzt sitze ich hier, weil der Dunkeln, die Sonne geht runter hinten. Er hat gesagt, tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, weil ich nicht glaube, dass diese Dinge zusammenhängen. Ich glaube nicht, dass wenn du in einem guten State bist, dass du ein besseres Boxenspiel haben wirst. Und die beiden haben sich unterhalten und der Boxer kam auf einige Situationen zurück, wo er ein Boxing-Match vor sich hatte oder ein Sparring-Match, was aber auch wichtig war, und wo er Gedanken hatte am Vortag und in der Nacht nicht gut geschlafen hat, also fast gar nicht, und wo er sogar fast krank geworden ist und nie so miserabel aufgewacht ist und hat sich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und obendrein hat er die Sorge gehabt, dass, weil das so war, dass er vielleicht schlechter boxt. Und festgestellt hat er allerdings, dass, obwohl er in einem schlechten State war, und es ist häufiger vorgekommen, dass er eine grandiose Leistung erbracht hat und sogar sein Matches, seine Sparings gewonnen hat. Und in seinem Kopf hat er aber zusammengebracht, vielleicht ist es so, dass ich eine schlechte Nacht haben muss, ich muss mich übelst fühlen, sodass ich irgendwie gut boxen kann. Also er hat es fast begrüßt, als es dann wiedergekommen ist. Und Tatsache ist, dass wir aus diesem Missverständnis heraus ganz viel zusammen verknüpfen, was nicht zusammen verknüpft gehört. Und deswegen möchte ich heute in diesem Live-Video das entkoppeln, so zu dem Break machen. Und ich möchte darüber sprechen, über diese zwei Spuren, also den Titel von diesem Live-Video heute. Und die Idee ist, dass auf der einen Seite, jetzt nutze ich meine linke Hand, das ist vielleicht für dich rechts im Bild, ich weiß es nicht, sind die Dinge, die wir versuchen in dieser Welt zu kreieren. Also in unserem Fall unser Business, unsere Marketing, unsere Aufträge, all das, was wir in unserem Business machen. Und für den Boxer ein Gewinn, ein guten Match, ein Ranking, den ich versuche zu erhöhen, eine gewisse Reputation als Boxer und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sind unsere permanente Gedanken über jeden beliebigen Tag. Und zwar auf folgende Weise. Ich habe heute letzten Freitag in Berlin bei dem Event mit Sandra Holze darüber gesprochen, heute wieder im Webinar, aber ich sage es nochmal, für alle, die das noch nicht gehört haben, jetzt verändere ich doch wieder die Position, dass ich im Licht bleibe. Und zwar, stell dir vor, an einem beliebigen Tag stehst du auf und es fangen die Gedanken an. Wenn du bist wach, nimmst du die Gedanken wahr. Du hast die sogar gehabt im Schlaf. Und jetzt sind sie nur in deinem Bewusstsein, weil du auch wach bist. Und das könnte so ablaufen. Du wachst auf und du denkst, oh Gott, heute müsste ich XYZ machen für meine Sichtbarkeit, nur um bei diesem Beispiel zu bleiben. Das könnte jedes andere beliebige Thema aber sein. Und die Idee kommt dir, oh Gott, ich habe Angst, das zu tun, ich kann mich doch nicht zeigen. Die anderen da draußen sind wie Sand am Meer. Es wurde tausendmal gesagt, was ich auch sagen werde, was macht das überhaupt für einen Unterschied? Und überhaupt, was ist, wenn ich meine Meinung sage? Und ich habe befestigt irgendwo da draußen im Netz in einem Video festgehalten, was ich gesagt habe. Was ist, wenn ich später darüber anders nachdenke? Rate, 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 rate. Weißt du das? Diese Gedanken. Also direkt beim Aufwachen. Und du entscheidest dich aufzustehen, weil du denkst, oh Gott, ich stehe einfach auf, dann bin ich lieber abgelenkt von diesen Gedanken. Und der nächste Gedanke, der kommt, ist, was esse ich zum Frühstück? Ist Heiko schon wach in meinem Fall? Wird er heute, keine Ahnung, zur Friseur gehen? Und in einem nächsten Gedanken denke ich darüber nach, oh Gott, ich müsste aber auch nach dem Webinar meine Coachings halten. Habe ich die Notizen dafür? Habe ich die schon in meinem Ordner? In der nächsten Sekunde denke ich darüber nach. Ich habe ein Gespräch ausstehend mit meiner besten Freundin. Ich wollte ihr etwas sagen, was mich gestört hat. Wann werde ich das mit ihr besprechen? Und dann
Der nächste Gedanke, Zuversicht wieder spürst du. Ganz komisch. Also Freude auf irgendwie dieses Ding, was du machen sollst, um sichtbar zu werden, weil plötzlich du dich mit deiner Botschaft verbindest und findest, es ist ganz wichtig, dass ich das in die Welt bringe. Was, wie toll es sein wird, das irgendwie, was in meinem Kopf ist, zum Ausdruck zu bringen. Und das ist natürlich, weil wenn man das System Mensch anschaut, es läuft nicht anders als das. Und da kannst du immer wieder zurückschauen, nämlich Gedanken fließen. Die kommen und die gehen die ganze Zeit, über den ganzen Tag, über unser ganzes Leben. Voraussichtlich hören sie auf, wenn wir sterben, vielleicht voraussichtlich gehen sie weiter. Ich habe keine Ahnung, was mit unserem Bewusstsein nach dem Tod passiert und was dann mit unseren Gedanken passiert. Aber Gedanken sind einfach immer im Fließen, am Kommen und Gehen. Und sie sind eine Art von Energie. Man kann auch meinen, spirituelle Energie, die Angelique schreibt, Gedanken, Chaos. Ja, die sind einfach da, positiv wie auch negativ wie auch neutral. Und sobald sie bei uns reingehen durch diesen Körper von uns, lösen sie in uns Gefühle aus. Also wir fühlen unsere Gedanken zu 100% der Zeit, in jedem Augenblick. Und weil Gedanken fließen, fließt auch unser Gefühl von über einen Tag, einige Minuten oder sogar Stunden mit Angst um ein Themen und Sorgen. Und dann wieder geht es uns gut und dann wieder schlecht und die ganze Zeit. Okay, das ist dieser eine Spur. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wenn das zwei verschiedene Spuren sind, das ist einfach tun und machen. Wir nennen diese Spur Herausforderungen und Freuden und echte Probleme. Also auf dieser Spur, wo ich Dinge in die Welt schaffe, kann es sein, dass ich bei diesem Sichtbarkeitsding, was ich gerade tue, an eine technische Herausforderung stoße. Dort muss ich was lernen, bevor ich überhaupt mein Facebook Live-Video machen kann, weil ich überhaupt erstmal lernen muss, wo und wie mache ich das mit dem Facebook Live. Was drücke ich? Brauche ich ein extra Tool? Das ist ein echtes Problem und ich kann eine echte Lösung dafür finden. Oder was wäre noch ein echtes Problem? Ein echtes Problem wäre, mein Kalender ist zu vollgepackt, gerade mit anderen Aufgaben und ich habe zu wenig Zeit eingeräumt für dieses Sichtbarkeitsding, in dem Fall dieses Facebook Live. Also kann ich was verschieben, kann ich was anderes delegieren oder sogar lösche aus meinem Kalender, um dafür Platz zu machen. Das ist ein echtes Problem mit einer echten Lösung. Und wenn wir dort unterwegs sind, so geht es die ganze Zeit. Wir sind total kreativ, wir sind unendlich kreativ. Und es kann kaum was an einem echten Problem kommen, was wir nicht in der Lage sind zu lösen, irgendwie, irgendwann. Also, habt ihr das? Und auf der anderen Seite sind wir zurück in die andere Spur, haben wir dieses Gedankenkarussell, dieses Gedankenchaos, oder um das total neutral zu betrachten, einfach diesen Gedankenfluss. Und da ist er einfach die ganze Zeit. Und wenn ich das fließen lasse, dann darf diese Angst aufkommen, darf diese Freude aufkommen, darf dieses neutrales Gefühl aufkommen, was gerade entsteht und wieder gehen. Und ich kann das einfach sehen, dass es zu einem menschlichen Leben gehört, dass wir ständig diese Aufs und Abs haben. Und das andere kann einfach existieren. Es wird nur dann problematisch, wenn ich diese Spur irgendwie bewerte und finde, da, was ich gerade denke, ist nicht richtig und ich müsste was anderes denken oder das Gefühl, das damit verbunden ist, ist mir zu unangenehm und kann es nicht aushalten und all diese Bewertungen, die damit verbunden sind. Und vor allem wird es dann richtig schwierig, wenn ich mein Missverständnis nachgehe und versuche, diese Spuren wieder zu verkoppeln miteinander. Es kommt eine Frage, ich schaue mal. Manche Gedanken wollen uns aber doch auch etwas sagen, oder nicht? Ha, das ist eine gute Frage. Angelique hat gerade die Frage gestellt. Und meine Antwort darauf, also wie ich es heute sehe, Angelique, wäre folgendes. Wenn wir hier auf dieser Spur sind und wenn unser Gedankenkarussell viel zu schnell geht, als das System erlaubt, und jetzt, warum kommt das? Okay, lass uns das mal kurz anschauen.
Eigentlich ist es dieser normale Fluss der Gedanken überhaupt kein Problem. Das Problem kommt, wenn wir in Busy Mind geraten. In Busy Mind heißt, dass wir nehmen einen Gedanken, der eigentlich durchfließen würde, aber wir verhalten es uns so, als wären Gedanken solide. Und das ist auch ein Missverständnis. Und weil wir denken, dass sie solide sind, wir versuchen es bei uns zu halten und wir gehen in ein Gedankenmuster, wo wir das ständig in einen Kreislauf drehen und überlegen und überlegen und versuchen es zu lösen und wir sind im analytischen Bereich und bla bla bla. Und ein Gedanke, wenn wir missverstehen, wir denken, dass es solide ist, das wird sich solide verhalten. Das Beispiel, was ich immer gerne für mich nehme, ist diese Idee: Eine Wolke ist aus Wasser, ein Eisberg ist aus Wasser, gleiches Material, aber der ursprüngliche Zustand würde vorbeifließen. Wenn ich ein Eisberg aus einem Gedanken mache, dann bleibt es ewig bei mir und wird zum richtigen gefühlten Problem. Okay? Wenn ich in diesem Busy Mind bin und ich mache Gedanken solider, dann überlagere ich meine innere Weisheit, die ganz leicht Probleme lösen kann, die ganz leicht sehen kann, was der nächste Schritt ist, der ganz klar weiß, das Beste für mich. Und das ist die Quelle von etwas, das uns etwas wirklich sagen will. Nur, wir hören häufig überhaupt nicht hin, weil das alles total überlagert ist mit diesem Gedankenkarussell, dieser Gedankenchaos, dieses solide Festhalten von einem Problem, das wir meinen zu haben. Okay? Das heißt, diese Gedanken, die wir solide machen, die wollen uns gar nichts sagen. Die wollen eigentlich fließen, nur wir lassen sie nicht fließen. Das ist da, wo das Problem aufkommt. Und ich habe neulich gesehen für mich, dass diese Idee von Loslassen eigentlich nur das ist. Also Loslassen von der Idee, ich müsste Gedanken bei mir festhalten, ich müsste Probleme aus ihnen machen. Ich hoffe, das war hilfreich. Und das ist aber auch ein Missverständnis, was wir immer wieder hören. Da draußen, ja, hör auf dein Gefühl. Hör auf dein Gefühl, es will dir was sagen. Okay, das bringt mich zu dem nächsten Metapher. Und wenn wir schon bei Spuren sind, dann reden wir über Autos. Weil das ist auch eine Sache, die ich vor kurzem sehr klar gesehen habe. Nämlich, stell dir vor, du bist in deinem Auto und du fährst los. Du fährst los und du hast ein GPS, du hast ein Navigationssystem im Auto. Die steht für unsere innere Weisheit. Okay? Und stell dir vor, diese GPS gibt dir exakt die richtigen Signale, die du benötigst, zu jedem beliebigen Zeitpunkt, um dein Leben zu navigieren. Also wenn eine Herausforderung auftaucht, wenn eine Fragestellung auftaucht, das ist immer wirklich wie eine unerschöpfliche Quelle an Informationen, die aus unserem inneren GPS geholt wird. Und wir könnten theoretisch danach auch navigieren. Und das würde uns auch was sagen wollen. Und es würde auch sinnvoll sein, dahin zu hören. Gleichzeitig haben wir das Radio, stell dir vor, richtig laut aufgedreht, mit einer penetranten Musik, die gar nicht in unserer Muttersprache ist, sondern in einer Sprache, die wir gar nicht verstehen können. Portugiesisch. So laut eingestellt, dass es die Stimme aus dem GPS überlagert. Und wenn das GPS uns sagen will, jetzt bieg hier bitte ab, dass wir das überhaupt nicht hören, weil das Radio so laut gedreht ist. Das ist auch eine Metapher für Busy Mind. Dieses Gedankenmuster, wo wir in eine Gewohnheit kommen, Gedanken zu drehen und analysieren und überlegen, also wo wir sie bei uns halten wollen. Und da liegt auch ein Missverständnis vor, nämlich das Missverständnis ist dann, ich glaube zu navigieren nach meinem Gefühl, aber wenn das Radio und diese penetrante, nicht verständliche Musik ist mein Impuls, dann ist das Gefühl, was daraus entsteht, ja, das wird mich nicht in eine gute Richtung leiten. Das hat mir nichts zu sagen. Das ist auch nur Noise. Das ist nur Lärm. Ja? Und was wir tun ganz häufig ist,
Wir machen das unschuldig, ich auch, immer wieder mal gerate ich wieder rein, wenn ich es nicht erkenne. Nämlich, wir versuchen unser Auto, unser Leben mit dem Radiolärm zu navigieren. Macht das Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Angelique, hoffentlich bist du noch dort und das kannst du mir noch sagen, ob das Sinn macht. Also, ich habe das für mich total klar vor kurzem gesehen. Und dann ist die Frage: Wollen mir diese Gedanken oder diese Gefühle was sagen, wenn ich mit dem Radio navigiere? Ja, dann werde ich fehlgeleitet oder ich kriege das Falsche raus. Zurück zu unseren Spuren. Ja, das sind zwei verschiedene Spuren. Und wenn man die getrennt halten kann, dann kann man wie diesem Boxer sagen: Okay, heute habe ich ein Match. Ich kreiere gerade in der Welt meine Gewinne, meine Reputation als Boxer. Ich bin gut vorbereitet, ich tauche einfach auf, ich tue mein Bestes. Und daneben läuft vor dem Match, während des Matches, mehrere Male unterschiedliche States. Und wenn ich die wirklich als separat sehen kann, dann kann ich das einfach fließen lassen und mein Match machen. Die haben miteinander nichts zu tun. Ich habe das nur missverständlich gedacht. Und wenn ich sehen kann, dass das zwei verschiedene Spuren sind, naja, dann habe ich ein Riesengeschenk, weil ich muss mein State nicht managen. Ich muss nicht als dieser Boxer versuchen, in einen guten State zu kommen, in ein Flow-Gefühl zu kommen, bevor ich gut spielen kann oder gut unterwegs sein kann. Ich habe viel, viel weniger zu tun, weil ich muss nicht an mir arbeiten. Ich bin perfekt und vollkommen und kann einfach hier auftauchen in diese Spuren und mein Ding machen. That's it. So einfach ist es. Das ist ein leichtes Missverständnis, was uns aber ganz, ganz, ganz viel Mühe macht. Und das gilt zu beobachten, zu schauen. Wann kannst du das wahrnehmen? Wann kommst du in dem Gefühl, es ist echt? Es ist verkoppelt? Stimmt nicht, was Shelley gesagt hat? Es ist alles zusammen verbunden, es hat miteinander zu tun. Und dann kannst du wieder sehen, dass das total zwei verschiedene Spuren sind. Das ist mein Impuls für heute im Facebook Live. Wir sehen uns morgen in der Meisterklasse, wo es um das Thema Beyond Know-How geht. Wenn ich mich nicht täusche, haben wir morgen eine Hot Seat, die wir machen. Wir haben eine Person, die sich bereit erklärt hat, um eine Hot Seat mit uns zu machen, um auf ein paar Beyond-Gedanken zu kommen. Und ich freue mich auf euch. Also, bis morgen und schönen guten Abend, Feierabend wünsche ich euch. Tschüss.